Hallo und herzlich willkommen, Freunde, bei einem schnellen Entertainment-Quiz. Wir haben ganz viele Fragen aus Film, Fernsehen, Serien, Radio, alles, was ihr euch im Bereich Entertainment vorstellen könnt, Radio. Musik. Es funktioniert im Grunde ganz einfach. Wer buzzert, darf antworten. Habt ihr die richtige Antwort gesagt, gibt es 3 Punkte. Habt ihr eine falsche Antwort gesagt, gibt es für die anderen beiden 1 Punkt. Naja. Das heißt, ich kann 2-mal falsch antworten und gehe trotzdem noch einen Plus raus, wenn ich beim 3. Mal hitte. Ja. Unendlich oft antworten, wenn du möchtest. Das teuerste Paparazzi-Foto aller Zeiten ist aus dem Jahr 2007 und hat $500.000 eingebracht. Was ist auf dem Foto zu sehen? Ja. Flo, hatte schon gebuzzert, aber dann passt ja alles. Michael Jacksons Kind. Das ist falsch. Das gibt einen Punkt für Jan und Paul. Paul! Ich sage, es ist der Upskirt von Britney Spears aus beim Aussteigen. Wo man ihre Mumu sieht. Ja. Ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht richtig, aber es ist auch nicht ganz weit weg. Oh! Es ist, wo sich Britney Spears die Haare abrasiert in dem Shop. Und das ist richtig! Oh. 3 Punkte für Flo. Ich hoffe, Domo, das heißt, ich habe jetzt 2 Punkte bekommen, ohne irgendwas zu machen. Ja. Korrekt, nice. So funktioniert dieses Quiz. Weil ich Taktik. Weil wenn Flo nochmal falsch gelingen hätte, hätte ich schon 3 gehabt. Ja. Mega, das ist halt, da muss man dann rechnen. Ne? Ja. Wie heißt die Filmreihe, die in Forks spielt und deren Hauptdarsteller Kristen Stewart und Robert Pattinson sind? Das ist Flo, der gebuzzert hat. Das ist die Biss-Reihe, also bis zum Morgengrauen, bis zum... Aber er will die Filme, nicht die Bücher. Twilight. Werde ich auch gelten lassen, weil du das Richtige meinst. Die Bücher sind die Biss-Reihe, Twilight hießen die Filme. Das ist korrekt, 3 Punkte für Flo. Wo spielt das? Forks heißt der Ort. Da regnet es ganz viel. Ich hab's nur an den Schauspielern. Ja. Alright, nächste Frage, Freunde. Wofür steht die Abkürzung AKA, die manchmal bei Künstlernamen verwendet wird? Ja. Also known as. Ja. Weißt du, was mich verwirrt hat? Korrekt, 3 Punkte für dich. Noch was kam. Ja, ich auch. Ich fand auch dein Alright, die war ein bisschen einfacher. Oh, sorry. Oh, das war gut. Das war, der war sehr sanft. Deswegen möchte ich von euch jetzt wissen, wie heißt der britische Regisseur, der zwischen 2000 und 2008 Guy Ritchie mit Madonna liiert war. Wow, stark, das ist richtig. Oh, 3 Punkte für dich. Der war richtig stark. Oh Gott. Wow. Okay, Freunde. Eine Frage, die man stellen kann, weil ist auch immer wieder mal aktuell. Wie heißt Karate Kid, verkörpert von Ralph Macchio im gleichnamigen Film? Mit Nachnamen? Ja. Ja. Oh. Danny Macaroni. Danny Macaroni ist. Nee, Danny Pass auf, ich lass. Scheiße, egal. Kannst du mir den Vornamen geben? Daniel. Lass ich gelten, weil auf der Karte steht als richtige Antwort nur Daniel. Ah. Ich vergebe aber einen Bonuspunkt, okay, falls einer von euch beiden den Nachnamen weiß. 3 Punkte für Flo. War der nicht irgendwas mit Maricillo? Was soll ich sagen? Ja. Steht nicht drauf, aber es ist LaRusso. LaRusso! LaRusso! Ja! Voll scheiße, ganz weit nah dran an ganz Macaroni. Ganz weit weg nah dran. Sehr schön, sehr schön. Freunde, ich möchte gerne von euch wissen... Mich natzt, indem er sagt, mit Nachnamen, ja. Um wen es hier geht. Er ist Hip-Hop-Produzent und einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Sein bürgerlicher Name ist Sean Corey Carter. Unter welchem Namen ist er bekannt? Entschuldige, ich muss drücken hier. So, sorry. Ja, das gilt schon. Jay-Z. Jay-Z ist korrekt, 3 Punkte für Flo. Oh, das ist Alter, meine Kategorien. Gut am Abziehen hier, Flo. Was ist das für eine Frage? Die finde ich irgendwie so geil, dass ihr stellen will. Weil ich nicht weiß, wer das ist. Aber kannst du mindestens 2 Mitglieder der Traveling Wilburys nennen? Kennt ihr nicht, oder? Kennt einer die Traveling Wilburys? Ich noch nie gehört. Ich überlege gerade, ob man jetzt einfach irgendwelche berühmten Namen reinhaut. Das sind so, das klingt so nach Texas. Wow, die sind ja alle bekannt. Siehst du, das ist so ein Konglomerat aus Künstlern. Wir lassen die Frage raus. Ne? Oh, ich sag's euch tatsächlich. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison und Tom Petty. Keinen davon. Hä? War das eine Band? Nee, wahrscheinlich hat man die einfach so genannt. Weil die alle aus dem... Ort alle kamen viel oder so. Sind. Ja. Ach so.
Vorne. Der Filmstar Nicolas Cage hatte bereits bei seiner Geburt einen weltbekannten Nachnamen, änderte diesen aber... Was? Scheiße. Coppola wäre es gewesen, oder? Das ist die richtige Antwort. Ja. Coppola, sein Onkel, ist nämlich der berühmte Regisseur. Ja. Regisseur Francis Ford Coppola. Wusste ich selber nicht. Ich auch nicht. Was? Irgendwas ist an unserem Punktstand nicht ganz so. Doch, ich bin vor dir. Ich bin Zweiter. Ich bin alles okay. So, also Zwischenstandpunkte. Flo schon 19, Paul und Jan sind auch dabei. Aber freigeben. Hey. Ja, danke. Was haben die Sängerin Celine Dion, Shania Twain und Avril Lavigne gemeinsam? Sie sind tot und wurden ersetzt. Ey. Ich habe eine Idee, aber ich traue mich nicht. Die sind ja, alle Punkt ist okay. Ja, die haben eine Vegas-Show. Falsch. Okay, keine Ahnung. Also, es kann sein, dass sie eine Vegas-Show haben. Ja, weiß ich nicht. Sie kommen aus Kanada? Oh, ja. Smart. Das ist mega korrekt. Sinn. Drei Punkte für Jan. Also ich war gerade bei Blond. Stark. Aber das stimmt nicht mal. Stark, stark, stark. Fuck. Ich bin Letzter. Wer hat, auch das wieder einigermaßen aktuell geworden, die Rolle des Tom Kaczynski, aka Iceman, im Film Top Gun aus dem Jahr 1986 gespielt? Oh, wie Val Kilmer. Das ist richtig, drei Punkte. Krass. Alter, krass, was ist denn mit dir? Tier, wirklich. Oh, krass, Mann. Er wurde zu 6 Jahren Haft wegen Vergewaltigung verurteilt, hat im Film Hangover mitgespielt und sich selbst mit folgenden Worten beschrieben: Ich bin nicht Mutter Teresa, aber auch nicht Charles Manson. Wer ist es? Und ich glaube, ich weiß es. Es kann nur einer sein. Es ist Mike Tyson. Es ist Mike Tyson. Richtig! Mike Tyson, korrekt, ja. Okay. Vergiss es war, auch aber Mike Tyson war doch nur Hangover 3 erstens. Ja. Das war. Digga! Ja. Wer hat die Hauptrolle im Oscar-nominierten Film The Wrestler aus dem Jahre 2008 gespielt? Mickey Rourke. Das ist völlig richtig, Flo. Okay, herzlich willkommen zum Quiz. Wie viele Punkte kann Flo machen? Okay. Das kriegt ihr hin. Mit welcher Band wurde Lionel Richie in den 70er Jahren die Nummer 1 der Charts? Nicht so leicht, muss ich zugeben, ist nicht ganz so leicht. Ich habe einen falschen Namen im Kopf. Die Scorpions. Wer kennt es nicht? Lionel Richie singt. Ich gebe euch 5 Sekunden. Hast du einen Tipp? Nee, ne? Ja. Willst du einen Tipp geben? Ja, ich gebe euch einen Muss Tipp. Er nicht. Denkt mal an frühe Spielekonsolen und Computer. Okay. The Commodores? Das ist korrekt, 3 Punkte! Stark! Oh. Stark, ja, stark. Das klang nach einer Band irgendwie. Das war gerade bei Genesis. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Es ist nicht Genesis. Wow. Die weiß. Oh, hier schreibt ja bei Paul fehlen noch die 3 Punkte für die AKA-Antwort. Die korrigieren wir gerne nach. Das ist völlig korrekt. Die rechnen wir drauf. Das sind 8. Danke fürs Aufpassen, lieber Chat. Es sei denn, die Regie weigert sich und sagt, nein, habe ich gemacht. Aber das wird schon stimmen. Ich komme noch. Jetzt will ich aber die Hände weg vom Tisch sehen, weil das wird schnell gehen. Wie heißt das Computerspiel mit Science-Fiction-Komponenten, in dem der Physiker und Freiheitskämpfer Gordon Freeman Kämpfe bestreitet? Half-Life! Korrekt. Mein Problem war die ganze Zeit. Dachte, Deus Ex Half-Life. Sehr gut. Ah, schön. Falls noch einer die Kategorie ändern könnte, wäre das ganz super. Wir sind noch in Worms. Freunde. Wie heißt, oder wie hieß, um genau zu sein, der bekannte spanische Dichter und Dramatiker, der von Francos Anhängern zu Beginn des spanischen Bürgerkrieges 1936 ermordet wurde? Die kommt jetzt aber krass auf den Blauen, Alter. Ich hab keine Ahnung, warum die draufsteht. Digga, du kannst doch nicht mit so einer Frage kommen, die jetzt echt Bildung voraussetzt. Ich hab den Namen auch noch nie gehört. Umso besser. Nee, das war ein Entdecker, den ich gerade im Kopf hab. Das ist Bullshit. Ich sag's euch, weil es ist halt
so krass, ist Federico García Lorca. Ah. Habt ihr das? Ich habe ihn noch nie gehört. Er hat doch so einen Song. Dan, 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 aber dan, auch hier wieder. Federico García Lorca. Geht zurück auf den, wie nennt man das? Diesen Effekt, wenn man denkt, etwas stimmt. Aber Mandela-Effekt. Mandela-Effekt, ne? Federico, nicht Frederico. Das ist das, was die Mutti in der Miracoli-Werbung sagt. Die sagt nicht Federico, sondern die sagt auch Federico. Wusste ich nicht. Denken alle falsch? Alle denken, sie sagt Federico, aber sie sagt Federico. Ich da, 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 da. Federico García Lorca. Jetzt bin ich gespannt. Den Namen vergesse ich nie wieder. Wer hat die Bücher über James Bond geschrieben? Ach, Kacke. Oh, den Namen kennt man aber. Ja. Gar keine Ahnung. Ist das nicht so ganz Sir? Kann sein. Ich gebe euch einen Tipp. Sein Vorname besteht aus genauso vielen Buchstaben wie das Wort Sir. Nicht aus den gleichen Buchstaben, aber aus genauso Ron. Vielen. Zum Beispiel. Jim. Ian. Zum Beispiel. Ivar. Ich gebe euch einen Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. Ian ist schon mal richtig. Aber ich brauche noch den Nachnamen. Anfangsbuchstabe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber Mac ist, glaube ich, auch richtig. Nicht? Nee. Ah, ich löse auf, es ist Ian Fleming. Fleming! Ah, doch. Den Vornamen. Ärgerlich. Ja. Aber der hier kommt nicht. Nö. Warum nennt Robinson Crusoe seinen Begleiter Freitag? Entschuldige, ich habe dich freigegeben, aber du hast gedrückt. Ja. Weil er ihn an einem Freitag gefunden hat oder weil sie sich an einem Freitag getroffen haben. Danke, die Formulierung ist viel besser. Ja, sie haben sich an einem Freitag getroffen. Sehr gut. Oha. Wer hat das Märchen Die kleine Meerjungfrau geschrieben? Ach Kacke, auch das kann man mal gehört haben. Ist das nicht sogar... Du hast genug Punkte, du kannst riskieren. Also, oh, warte mal. Ist, ne? Ja. Ich bin jetzt einfach eiskalt und behaupte, Wal ist die Gebrüder Grimm. Nee. Nein. Okay. Ein Punkt für die anderen beiden. Möchtest du Walt Disney sagen? Nee. Okay. Wann? Das ist der Stream-Output. Ja. Gerade kurz noch Schlucker. Flo? War es Andersen? Ist korrekt. Echt? Christian Andersen, Hans-Christian Andersen ist korrekt. Was? Drei Punkte. Hans-Christian Andersen hat Die kleine Meerjungfrau geschrieben. Krass. Wer führte bei den Filmen, ich zähle sie gleich auf, Regie bei folgenden Filmen? Melinda und Melinda. Matchpoint. Ich sehe den Mann deiner Träume. Mehr Filme stehen hier. Ernsthaft? Ja. Aber oh, krass, der war das? Ist irgendjemand krass berühmt, das ist seine ersten Filme. Ja, aber Matchpoint kennt man. Hat er bei Matchpoint mitgespielt? Das kann ich dir nicht beantworten. Ah, okay. Ich gebe euch einen Tipp. Es gibt... Das ist ein zu guter Tipp. Es gibt ein Erdhörnchen auf YouTube, das ständig seinen Namen ruft. Hä? Entschuldigung, ja, Flo. Was, Steven Spielberg? Das berühmte Steven! Nein! Das Erdhörnchen ruft doch nicht nach Steven! 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 Meinst du denn? Man kennt's. Natürlich. Okay, auf jeden Fall falsche Antwort und Counter. Ist das nicht ja. Das Meme? Also vielleicht gibt es auch Erdhörnchen über Steven, aber das meine ich nicht. Du meinst Alan, aber ich weiß nicht, wer Alan ist. Paul, hol dir den Punkt. Welcher Regisseur ist Alan? Nicht der Regisseur, aber der Darsteller, oder nicht? Nein. Ist egal. Wer mach heißt weg. Alan? Ich gebe euch noch einen Tipp. Nein, mach doch weg. So ruft er nicht. Das ist Woody Allen. Oh, ja. Lol. Ach so rum. Ach so. Ah. Alan! Ruft der nicht? Alan! Alan! Mann. Nee, aber der sagt der nicht Alan und dann, oh. Oh, Steve! Steve! Kann sein, das weiß ich gar nicht. Ja. So weit habe ich nie geguckt. Ich glaube, der ruft dann Steve. Die Backstreet Boys wurden 1993 gegründet und NSYNC im Jahre 1995. Moment, beide, wann waren die Backstreet Boys? 93. Ah, okay. Ja? Welche Band ist älter? Beide Bands kommen aus der gleichen Stadt. Welcher? Ach du Scheiße, Die haben das auf dem Konzert gesagt. Du warst da, ne? Ah, nee, meine Frau. Ja, okay. Oh, bla bla, unsere Familien sind nicht nur zu Hause in...
Mir reicht der Bundesstaat. Was? Gibt's ja nur 50. Oh, ich so brech gerade. Ich weiß nicht. Das sind schon ganz schöne Sunny Boys, die Backstreet Boys. Ja, ja, aber da willst du jetzt wirklich, dass wir Kalifornien sagen in dem Fall? Probier's. Try me. Ich mach mich fertig, er macht mich fertig, Alter. Ist es Kalifornien? Falsch. Florida. Florida ist richtig. Orlando, Florida. Richtig. Drei Punkte. Ja, da denkst du doch an Florida, nicht an dich. Ich denke an Sonne und nicht an... Ja, Sunshine State. Welches stimmt. Prominente Paar bekam im Januar 2012 eine Tochter, die Blue Ivy Carter heißt? Oh, scheiße. Ich habe keine Ahnung bei sowas. Oh, kacke, doch. Blue Ivy. Warte mal, die hat noch Geschwister, ne? Bestimmt. Die waren fleißig, glaube ich. Nee. Ist das der volle Name gerade gewesen? Oder waren das nur die Vornamen? Blue Ivy Carter ist der Name. Nicht, es sind nicht drei Kinder, die Blue Ivy nein, Carter. Aber nein, nein, aber Carter ist nicht der Nachname. Das Ältere, die ich meine. Okay. Oder? Ist doch nicht von Aaron Carter das Kind. Ich gebe euch einen Tipp. Er hat hier auf jeden Fall einen Ring angesteckt. Also doch, Jay-Z und Beyoncé nur. Das ist völlig Scheiße, richtig. Du hab's nicht Scheiße. Gesagt. Mit Carter war ich gerade. Und mein Problem war tatsächlich gerade, dass ich entweder Jay-Z und Beyoncé sagen wollte oder Kanye und Kim. Oh, ja. Aber da weiß ich, dass es Northwest war und ich nicht weiß, ja, wie viele Geschwister die hat. Ja, korrekt. Dieses Quiz war völlig fertig. Wie heißt die Hauptfigur im Film Ocean's 11? Kacke, das ist Paul. Hier steht in Klammern Frankie und seine Spießgesellen. Ist das der deutsche Titel von Ocean's 11? Nein, war er nie. Aber was? Die 1960 von Frank Sinatra und 2001 in einer Neuauflage von George Clooney gespielt wurde. Naja, Daniel Ocean. Danny Ocean, ja. Danny Ocean, lasse ich trotzdem gelten, ist nah genug dran. Drei Punkte für Paul. Stark. Stark, aber er stark, heißt stark. Eigentlich so Daniel schlimm. Und sie aber nennen Danny ihn nur Danny. Okay, alles klar. Frank Ocean. Das Schlimmste gerade ist, ich habe die ganze Zeit Danny wusste, aber ich kam nicht auf den Nachnamen. Bei Ocean oh. Ja. Okay. Habt ihr Bock mal in richtig angestrengte Gesichter zu schauen? Oh nee, rechnen. Wie heißt die Band? Oh nee. Die 1991 mit dem Song I'm Too Sexy großen Erfolg hatte. Right Said Fred. Wow, dass der so schnell kommt, hätte ja, ich nicht hätte mit gerechnet. Stark, stark. Drei Punkte für dich. Wild. Oh nee, okay. Das ist tatsächlich ein Quiz. Man merkt daran, dass es ins Deutsche übersetzt wurde, dass hier zum Beispiel gefragt wird, aus welcher Fernsehserie stammen die Sprüche Ich verstehe nichts und Ich bin aus Barcelona. Das ist aber eine Serie, die kennen wir hier nicht, die ist aber in England der Shit. Es ist nicht Friends. Okay. Es ist nicht Little Friends. Britain. Nein, nein, es ist Fawlty Towers, aber das kennt hier keiner. Okay, kenn ich nicht. Nee. Fawlty Towers ist auch Don't Mention the War, aber ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Cool. Wie, ihr kennt die Serie nicht? Vielleicht sagt euch dieser Insider etwas. Er spielte, oder spielt immer noch, Entschuldigung, er spielt. So, Grüße gehen raus an Steve-O an der Stelle. Er spielt Schlagzeug bei Mötley Crüe und hat zwei Kinder mit Pamela Anderson. Wie heißt der? Hä? Wie heißt der denn? Ist es Kid Rock? Nee. Nein, aber wir haben auch gebumst, oder? Wahrscheinlich. Reicht dir ein Name? Wie ein Name? Ja, doch. Da kann ich. Aber wenn du einen davon hast, dann weißt du den anderen eigentlich auch. Oh, es klingelt an der Tür. Wer könnte das wohl sein? Ich hab den aber vergessen. Lee. Scott, nee, wie heißt. Ich hab den nebenbei. Aber wenn du sagst, einer reicht dir, dann ist es das. Ah, das ist okay. Tommy Lee, Mann. Tommy! Mann, das ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen. Heißt mir ist der Vorname nicht. Aus dem Video. Ja. Kacke. Genau. Das aber ist, trotzdem, nehme ich. Ja. Aber dann hatte ich gar nicht recht, weil ich hab die verwechselt. Okay. Ah. Der Film A Night at the Roxbury baut auf wiederkehrenden Sketchen aus einer Fernsehsendung von 1998 auf. Wie heißt die Sendung? Was? Kennt ihr, soll ich euch vormachen?
One Night at the Roxbury. Night at the Roxbury. Ihr kennt es. Vier Mann sitzen im Auto und machen das. Ja. Aber ich weiß nicht, welche Fernsehserie das ist. Wisst ihr nicht? Nee. Keiner von euch? Nee. Okay, krass. Das ist Saturday Night Live. Ah, okay. Ah. Ja. Okay. Wie heißt die Band, die 1984 mit I Wanna Know What Love Is einen Welthit landete? Oh, wie heißt die Band? Starke Band übrigens. Sie haben tolle Songs gemacht. Ich weiß nicht. Nicht raus. Dann gebe ich euch einen Tipp. Euch scheint die Band in gewisser Weise fremd zu sein. Bad, oh Gott. Ich mich the Foreigners? Ja. Das ist richtig. Okay. Foreigner. Okay. Drei Punkte für Jan. Aber heißt sie Foreigner oder The Foreigners? Foreigner. Ja, gut. Foreigner. Aber es ist recht. Ja. Moderator entscheidet eh. Welcher Song von Madonna sorgte für einen Skandal, weil im Originalmusikvideo eine schwarze Jesusfigur zu sehen ist und Madonna vor einem brennenden Kreuz tanzt? Ja, natürlich. Oh, scheiße. Ich kenne nur einen Song von Madonna. Welchen? Und das ist nicht mal ein Song von Madonna, sondern das hat sie, wie nennt man das? Gecovert. Gecovert. Welchen meinst du denn? Ja, ja. Ne, ich mein Country Roads. Gibt's einen Song von Madonna, der Country Roads? Ich bin mir nicht sicher genau, wie er heißt. Nee, The Music Died, den meine ich. Achso, The Day The Music Died. The Day The Music Died. Miss American Pie. Genau, den meine ich. Alles klar, nee, ist er nicht. Ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich trotzdem gebuzzert. Bei mir leuchtet nichts Grünes. Ja, das ist korrekt, das ist, weil die Lichter anders gebaut sind. Kacke, gut, Punkte für euch. Irgendwas mit Prayer. Ja, okay. Das ja. Bin geneigt, das gelten zu lassen. Ja, Prayer irgendwie. Ist ja nicht einfach nur Like a Prayer? Irgendwie like wie ein Prayer, Like a Prayer. Ja, ist richtig. Like a Prayer würde ich aber gelten lassen. Ja. Weil Prayer ist drin. Okay. Boah, sie singt so. Von meiner Antwort müssen eigentlich Flo und Jan noch einen Punkt bekommen, ne? Von meiner falschen. Hm. Ja. Danke für die Ehrlichkeit. Ja, was? Das ist nicht aufgefallen. Wow. Das wusste ich nicht. Krass. Vielleicht ja, hart am Ende. Kämpfe mit meinen Gehirnzellen. Okay. Mit was? Ja. Wir machen eine kleine Speedrunde. Haltet eure Hände bereit. Da werdet ihr alle buzzern wollen. Mit welchem, ich finde das Wort dazu geil, bahnbrechenden Hit von 2008. So bahnbrechend war das jetzt nicht. Aber wobei, ich weiß warum. Wurde die Sängerin Katy Perry bekannt? Oh, lol. Immer noch ein Kiste, Girl. Ja. Bahnbrechend. Ja, wobei, ich glaube, weil 2008 wurde so, Frauen küssen sich, ist korrekt, noch nicht so das richtig. Der Song wurde doch sogar auf dem Super Bowl Halftime-Show gespielt. Das kann gut sein. Im Jahr schon? Also danach? Ja, wahrscheinlich im Jahr danach oder so. Krass. Oh. 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 Freunde, seid ihr Kenner? Kommt aufs Thema an. Nein. Sie haben sich Simon & Garfunkel genannt. Oh. Aber wie heißen sie mit Vornamen? Ja, Jan, sorry, nicht gedrückt. Ja. Paul, Simon und Art Garfunkel. Das ist richtig. Ja. Oh. Stark, Jan, ganz stark. Ganz stark. Ich habe Ian schon wieder im Kopf gehabt. Art hätte ich auch noch geschafft, aber Paul wusste ich nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer spielt im Film Ghost, Nachricht von Sam aus dem Jahr 1990 ein Medium namens Oda May Brown? Oh mein Gott! Das war Troll 2. They are eating them! Kacke! They're going to eat me Wer next! Wer war die denn nur? Keine Ahnung. Wenn nicht sogar die bekannteste farbige Schauspielerin, würde ich sagen. Vor allem der 90er und frühen 2000er. Hä? Was? Fuck. Willst du jetzt Whoopi Goldberg hören? Ah, Whoopi Goldberg ist auch richtig. Krass, okay. Ja. Ich war weg, aber dann hat mir Ollis Tipp den Arsch gerettet. Ich hätte das Falsche gesagt. Was hättest du gesagt? Ich weiß nicht, ich war irgendwo bei einer anderen. Okay. Aber, ne? Deswegen mein Oh mein Gott, weil ich hatte das Bild im Kopf und den Namen dazu nicht. Ah, okay. Na gut, drei Punkte für dich. Wie es mir geht der Nachname weiter. Nicht eingefallen ist. Was ist denn schwer für Fragen hier? Wild.
das muss ich weglegen, weil da sind nur viele Fragen aus, die kennt in Deutschland keiner hier. Oh ja. Welches Musikinstrument hat Sherlock Holmes gespielt, wenn er nachdenken wollte? Geige. Violine. Oh. Geige ist korrekt. Ja, okay. Wollte gerade sagen, weil du gerade so geguckt hast. Okay. Das zähle ich jetzt langsam auf. Haltet eure Hände bereit. Mit wem oder was verbindest du oder verbindet ihr die Namen? Chris Pontius, Wee Man, Steve-O. Jackass. Das ist korrekt. Jackass. Wusste, dass ihr bei Chris Pontius noch nicht dabei seid. Nee. Sehr gut. Da war ich noch bei den Römern. Pontius und Pilatus. Bibel. In welchem Jahr sind Charlie Chaplin, Elvis Presley, Bing Crosby und Roberto Rossellini gestorben? Pass auf, wir machen daraus eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, gewinnt. Weil das genaue Jahr kann ja keiner wissen. Okay, ich habe eine Zahl. Sag. Warte. Ach so, ja, das macht Sinn. Okay, machen wir das ja, so. Ja, macht übel Sinn. La 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 la. La 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 la. Okay, alles klar, ja. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was gehört draußen gerade? Next one. Ich glaube, es ist. Oh, ich glaube, ich habe mich richtig vertan. Ja, okay. 1504. Oh, und damit gewinnt Jan um ein Jahr tatsächlich. Oh, krass. Wir hatten 68, 72 und 73. Du hast 72 gesagt? 73. Ich habe 72. Richtig ist, ist 77 tatsächlich. Ich. Drei Punkte für Jan. Okay, ich. Stark. Ich war die ganze Zeit im Überlegen, 77 zu sagen. Und da habe ich gedacht, nee, das ist zu spät. Ist oh, jetzt wird es aber ganz wild. Habe ich schon live gesehen, sage ich mal direkt. Ja, im Wembley Stadium. Ja, hilft super. Der Band, die wir suchen, gelang 1977. Das ist wieder im Jahr. Wo die alle gestorben sind. Ein Superhit, weil die anderen tot waren. Mit dem Song Go Your Own Way. Wie heißt die Band? Lass mich nachdenken kurz. Soll ich ihn euch vorsingen? Nee. Also 77 hatten sie einen Song und du hast sie gesehen. Lass mich nachdenken kurz. Also sie gibt's schon länger. Die gibt's schon ein bisschen länger. Muss ja. Lass mich nachdenken. Vielleicht ist Olli auch eigentlich 55 und war dabei. Macht mich das fertig. Hör auf. Hab sie im Wembley Stadium gesehen. Ich weiß. Wegen Anne. Genau. Boah, das ist jetzt Insiderwissen. Das bringt mir aber gerade gar nichts. Scheiße, was hört Anne immer für einen Dreck? Was? Entschuldigung. Bitte? Scheiße, mein Problem ist, mein Gehirn ist okkupiert von der falschen Band. Ey, was, Chat? Kriegt euch mal ein, hier schreibt einer, Olli ist alt. Bitte? Reißt euch zusammen. Schreibt einer, die Prinzen. Nee, die Scorpions. Also die richtige Antwort habe ich im Chat auf jeden Fall schon gelesen. Mein Gehirn muss die Band loswerden. Ich gebe euch einen Tipp, ich gebe euch noch einen Tipp. Ihr hattet vorhin bei einem Typen, bei Mr. Ian, wart ihr euch sicher, dass da etwas Teil von seinem Namen ist, was es nicht war. Ja. Hier ist es Teil vom Namen. Oh Gott! Irgendwas mit Mac. Fucking Fleetwood Mac! Ah! Es ist Fleetwood Mac. Weißt du, was mein Gehirn die ganze Zeit gemacht hat? Spider-Murphy-Gang. Versuch's doch mal mit der Spider-Murphy-Gang. Sag doch mal Spider-Murphy-Gang. Natürlich, die Spider-Murphy-Gang. Was zur Hölle? Nein. Geil. Wer hat, ich sag euch gleich den Namen von dem Buch, wer hat das geschrieben und dafür den Nobelpreis sogar erhalten? What? Der alte Mann und das Meer. Ach, Kacke. Oh, wie heißt das? Wer war es jetzt? Das war Flo. Dickens. Nee. Nicht korrekt, leider. Ein Punkt für die anderen beiden. Ich weiß nicht, ob der überhaupt mit Friedensnobel passt. Paulo Coelho? Nein. Das ist falsch. Zwei Punkte jeweils. Aber da bleiben ja jetzt nicht mehr so viele übrig. Gab ja nur drei. Warum ist der Chat so froh, dass ich nicht angefangen habe zu singen? Was ist das für ein Landsmann? Was seid denn ihr so? Spanier? Hat er sich betrunken viel? Ich glaube Engländer. Engländer oder Amerikaner? Hat er sich Ja, Paul. Okay. Ist es Hemingway? Es ist Hemingway. Ja. Wüsst du nicht, ob er Engländer oder Amerikaner ist? Ernest Hemingway. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Brite, oder? Du, ich will mich nicht darauf einlassen. Er spricht Englisch. Ja. Sehr gut. Kanadier. Wie heißt der Song der Band Berlin, den man mit dem Film Top Gun von 1986 verbindet?
Berlin ist nicht. Ich glaube, der ist sehr bekannter Song. Ja, klar. Ja, 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 klar. Bekannter Song. Ach, wirklich? Den Film kennt ja auch niemand. Oh, der Chat ist wild, die wissen das alle. Heißt der Top? Ich habe den Song im Kopf, aber ich weiß nicht den Namen. Ich hab echt? Den Song nicht. Sing ihn vor. Kopf. Wenn du mir vorsingst. Oh Gott, kannst, bitte, nee. Bloß nicht. Wer mir vorsingt, lass ich kennen. Nee. Aha. Ich hab gar nicht. Mein Kopf ist komplett. Reicht es, wenn ich sage, irgendwo kommt Highway drin vor? Ist wahrscheinlich falsch, ne? Das ist falsch. Aber hast du. Ist nicht Highway to Hell. Aber hast du. Oh Gott, nein. Hast du To the Danger Zone? Hast du den im Kopf? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist nicht der Song. Danger Zone ist ein super Song. Ja, aber das. Weißt du, was ich hast hier. Hast du Danger Zone gesagt? Willst du den jetzt für dich beanspruchen oder ist das nicht? Nee, das ist er nicht. Ja. Ich finde es mega Song. Wenn er nicht direkt Nein sagt, dann ist es das. Ist es Danger Zone? Nein. Geil. Aber das ist. Smart. Oh, gut, Alter, gut. Das ist der nicht? Dachte ich, Snack Holz Punkte richtig. Ich dachte, das wäre der Song. Oh, lol. Nee, was? Völlig anderer Song, als ich dachte. Ich dachte, du fängst an mit na 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 na. Jetzt habe ich seinen nicht mehr im Kopf, Mann. Komm, wenn ich die Antwort sage, bleibt euch die Luft weg. Töne die Frage. Soll ich auflösen? Ja. Let's take my breath away. Ja, ja, war schon klar jetzt. Nach wow, dem Witz. Ich hab's noch nie gerafft. Echt? Gag hatte ich's immer noch nicht. Ach so. Hatte ich nicht. Stark. Ja, zweiter wieder. Puh. Richtig schwitzen am Ende. Oh, krass. Ey, ihr seid ja YouTube-Bubble und so, ne? Welches Video auf YouTube wurde im Sommer 2013 am zweithäufigsten geschaut? Nach Gangnam Style von Psy. 2013. Gab's das da schon? Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht immer noch ganz weit oben mit drin ist. Ja, ja klar. Ziemlich sicher. Hä? Gangnam Style gehört ja auch immer noch zu den meistgeguckten, ja, glaube ich. Das ist der beste Call of Duty Trailer aller Zeiten. keine Ahnung, ob der älter ist, aber Ouch Charlie? Oder Bite My Finger? Nein, Bite My Finger. Ja. Ja. Punkt für die anderen. Also im Chat ist die richtige Antwort auf jeden Fall am Bean. Kann ich so viel schon Digga, mal sagen. Digga, gib mir ein Handy und ich gebe die richtige Antwort auch in kürzester Zeit. Ich sage euch eine Sache, ihr wart sicherlich, es ist Musik. Es geht um Musik, ja, es geht ja, um klar. Musikvideo, klar. Und ihr wart mit Sicherheit alle so ein bisschen genervt davon. Dieses Pineapple Pen? Oh, ein toller Song. Oh, I have an apple, I have a pen. Ja. Nee, der auch apple nicht? Pen. Nein, ist es nicht. Okay. Nochmal bitte. Punkte, geil. Jetzt. Pen, Pineapple, Apple, Pen. Jetzt ist ja schon wild genug, um zu sagen, es ist der Ketchup-Song. Was ist der denn? Der ist doch. Nee, leider falsch. Ist doch okay. Viel älter. Ich löse auf, Freunde, es ist Justin Bieber mit Baby. Echt? Baby, Baby, Baby. Baby. Ja, okay. Sehr gut. Hat mich nie genervt. Ich gerade krass wie ein angeschossenes Rudelwörter. Oh, jetzt kommen wir. Jetzt ist Allgemeinwissen angesagt, Freunde. Jetzt okay, ich bin richtig, raus. Ich komme wieder, wenn jetzt ich jetzt ist richtig, das geht raus an alle Tatort-Fans. Oh, was? Was? Ja, weil die das auch gucken. Wie heißt der norwegische Sänger, der 2009 mit dem Lied Fairy Tale den Eurovision Song Contest gewann? Ist das der aus der Voice-Kacke? Das ist Flo. Samu Haber. Nein. Schade. Aber Alexander Rybak. Hä? Alexander Rybak? Das ist richtig. Stark, ja. Das ist der mit der Geige auf der Bühne. Ja. Keine Ahnung, Alter. Tatsächlich hätte ich die Frage nicht gestellt, aber es ist, glaube ich, der einzige Song, den man sofort im Kopf hat. I'm a fairy tale. Ja, genau der. Krass. Ich habe nichts davon im Kopf. Also doch, das ist mit der Geige. Okay. Samu Haber ist legit der einzige Landsmann, den ich da kenne. Gibt's sonst keinen. Alright, Freunde. Ja. Der einzige Finne überhaupt. Ist der überhaupt Finne? Seid ihr bereit für eine schnelle Frage? Es wird wild. In welchen Filmen lernen wir den Polizisten Frank Drebin kennen? Mhm. Oh, ist das Flo? Das war Flo, das war Flo. Er ist die nackte Kanone. Das ist völlig richtig. Drei Punkte ja, für Flo. Mann. Wir machen drei Fragen, dann schließe ich. Okay. Mhm. Knapp. Es ist doch ein sehr enges Rennen zwischen euch beiden, Jan. Ja. Das, ich brauche 69. Oh. True. Es ist...
Ich muss jetzt selber so ein bisschen an Flo denken, weil hier sind so viele Fragen zu alten Songs auch drauf. Ja, stell halt. Naja, ich mache eine andere, weil die ist ein bisschen aktueller. Nimm nicht Rücksicht auf mich. Wieso? Aber Jan und Paul sind da gut drin. Naja, das weiß keiner von euch. Okay, ich frage sie mal einfach. Wie heißt das spanische Duo mit Maite Mateos und Maria Mendiola? Kennt keiner. Das 1977, haha, mit dem Song... Was hat's mit diesem Jahr auf sich? Yes, Sir, I Can Boogie, einen Mega-Hit landen konnte. Nee, Alter. Kann man kennen, den Song kennt man. Ja, na klar. Keine Sau weiß, wie die heißen, ja. Wenn ihr den Namen hört, Baccarat, dann wahrscheinlich schon. Okay. Aber yeah. Auch. Und ein Restaurant. Sie kommen aus England und hatten mit Songs wie The Scientist, Fix You etc. großen Erfolg. Oh. Wie heißt die Band? Coldplay. Coldplay ist ja, richtig. Da warst du echt schnell am Buzzer. Du in dem Musikquiz Mittwoch schon so stark. Du kleiner Ja, ich habe Coldplay gehört. Ja, ich mag auch Nickelback. Nicht. Okay, ich muss jetzt beide Fragen richtig beantworten. Wie heißt die Hauptfigur in den Büchern von Helen Fielding, die in den Verfilmungen von René Zellweger gespielt wird? Viel Spaß hier, ne? Was? Wie heißt die? Ich hab die Frage verstanden. In den Büchern von Helen Fielding, die in den Verfilmungen von René Zellweger gespielt wird. Aber René Zellweger vor allem für eine Rolle bekannt. Keine Ahnung. Wie heißen denn die Filme und Bücher? Da, darum, das ist die Frage. Nee. Nee. Frage ist, wie heißt die Figur da drin? Oder heißen die nach dem... Aha. Das Doppel- Wenn ich jetzt Lodien. Wüsste, wo sie drin gespielt. Die Leute sind gerade übel verzweifelt, dass das gar keiner weiß. Ich hätte auch zumindest damit gleich, dass einer sofort Bam macht. Warte. Kann mir der Chat kurz helfen? Wie heißt denn die männliche Hauptrolle an ihrer Seite? Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Liegt mir auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht Harrington. Drauf. Nee. Was? Das ist der Darsteller von Jon Snow. Ja, ich weiß, den habe ich letztens in einem Film gesehen, wo er so übel jung ist. Fast Ach so, ich dachte, so heißt. Nee, der ist so, ah, okay. So Highschool unterwegs. Das ist nicht Indiana Jones, danke. Ja, Hugh Grant spielt an ihrer Seite. Hugh Grant und Renee Zellweger? Wie heißt denn das? Das ist halt nicht das mit dem Schokolade zum Frühstück-Ding, oder? Oder? Doch! Das ist es! Bridget Jones! Oh, ja, jawohl! Alter, danke! Ja. Den habe ich gebraucht! Okay, Freunde, finale Frage. Einmal hast du gesagt, ne? Geil! Oder Jan macht es jetzt falsch. Oder du. Er ist immer noch unentschieden. Nee, stimmt, wenn du es machst, ist scheiße. Okay, wollt ihr eine Wissens- oder eine Schätzfrage als Finale? Wissensfrage. Schätzfrage. Schätzfrage. Nee, Schätzfrage ist gut. Schätzfrage, Schätzfrage ist gut. Ist besser. Ja. Alright. Dann, wenn das einer weiß auf das Jahr genau, kann er jetzt buzzern. 68. Wenn das falsch ist, wenn es falsch ist, ziehe ich ihm die Hälfte seiner Punkte ab. Okay, Flo, komm. Ehrenloser Dreck. Wenn es richtig ist, verdoppeln wir. In welchem Jahr hat Apple das iPhone eingeführt? 2007. Das ist richtig. Aber jetzt verdoppelst du einfach die Punkte wirklich. Damit hat Jan gewonnen. Nein, Quatsch. Was? Nein. Das ist wie beim Nageln, Alter. Olli denkt sich immer auf die letzten 5 Minuten irgendwelche Regeln aus. Wo, beim Nageln war das schon so schlimm. Nein, das war Spaß. Alles gut. Oh, Mann. Oh. Nein. Komm, lass alles den Chat entscheiden. Ja, es ist ein klares Ergebnis. Ich wollte nur Spaß machen, weil ich gesagt habe, ich halbiere die Punkte, ich verdoppel die Punkte. Ich wollte es ein bisschen dramatischer machen. Aber, Freunde, wir haben den Endpunkt gestanden. Ich hätte um 2 Jahre falsch gesagt. Ich habe mir, das ist echt, ich peinlich, aber ich habe mir gesagt. Locker 10-mal, glaube ich, diese Präsentation von Steve Jobs angeguckt. Deswegen. Das ist halt gar nicht meine Welt. Guck mal hier. Oh, es gab eine Wette bei uns im Chat, wer gewinnt. Und das Ergebnis der Vorhersage ist safe. Das heißt, herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt Punkte ausgeschüttet bekommen. Hier haben sehr viele Punkte gesetzt am Anfang tatsächlich. Also ich würde mal sagen, deine Regel jetzt am Ende, das, also... Nein. Aber geh nochmal vor den Sportgericht. Ich bin Moderator, ich regel fest, ich habe einen Witz gemacht. Ja, du. Alles gut. Freunde, wir haben den Endpunktestand von 60 zu 38 zu 42. Eigentlich 78. Damit, komm, wir sind uns sicher, dass Flo dieses Quiz gewonnen hat, weil er einfach die meisten Fragen richtig beantwortet hat. Applaus dafür. Stark im Entertainment-Quiz dabei gewesen. Aber auch die anderen beiden.
sehr gut mitgespielt, Freunde. Das war unser ganz spontanes Quiz am Freitag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden in Zukunft mehr Quizzes machen. Applaus für den fantastischen Moderator. Vielen Dank. Wir basteln momentan an einem eigenen fantastischen Quiz-System, mit dem wir Overlays machen können, Punkteanzeigen machen können und ein ganz spezielles Quiz mit euch zusammen machen können, bei dem ihr unsere charmante Tafel hier unten. Unter anderem. Bei dem ihr uns dann auch Fragen und Antworten zuschicken könnt. Also auch mit Zuschauerbeteiligung, dass wir eure Quizzes spielen können. Dafür schaffen wir gerade das Konstrukt. Das wird es dann bald geben. Wird dran gearbeitet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, hier so ein bisschen provisorisch. Und falls dem so sein sollte, dann guckt euch noch ein anderes Quiz an. Hier auf YouTube, wir haben ganz viele Quizzes.